Ein wunderschönen Gut, meine Lieben, beim DSV. Mein Name ist Kai Panda und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu Let's Cool. Wir stehen kurz vor der Prüfung und lassen wir uns mal überraschen, ob wir diese Prüfung bestehen. Akademikertraum. Bildung ist eher ein Funke als ein Eimer Wasser. Vielen Dank, Pandora Schule, dass du uns diese Chance gegeben hast. Du wirst sehen, dass es sich lohnt, wenn es um Zulassung geht. Ah ja. Gut. Stopp. Dann haben wir mal hier noch eine Etage drauf. Das wird dann die letzte. Ja? Es ist Zeit für die Prüfung. Auf geht's in die Prüfung, Herr Zein. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Was wird geschehen? Warten wir es ab. Oh Mann. Und wie haben die Schüler bei der Prüfung abgeschnitten? Oh, ich bin so aufgeregt. Prüfungsbewertung 106. 44 bestanden von 44. Oh. Schön. Alle haben bestanden. Das ist eigentlich das Beste. Und 9 sogar mit voller Punktzahl. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das sieht doch mal richtig gut aus. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mit voller Punktzahl. Passt. Nächste Seite. Der Notenrang. Unbekannte Schule. Wir sind hier unten irgendwo. 106. Ja. Da müssen wir uns noch hocharbeiten. Finale der Bewertung. A. Damit kann ich leben. Geldbelohnung. 30.000. Ja, Wollingham. Das muss, so muss das. Gemeinschaft. Mutford. Ausgezeichnet. Schön. Schulleiter, die Resultate sehen diesmal gut aus. Unsere Schüler sind super schau. Gute Arbeit. Okay, okay, okay. Stopp. Nee, alle mit einmal. Herbstfest. Während der Herbstfeste können Aktionen wie Paraden, Essen von Mondkuchen und das Zünden von Laternen durchgeführt werden, um den Sinn des Wiedersehens zu verdeutlichen und das Gefühl von Heimweh zu lindern. Ah, ja. Ausflug. Als Anreiz für die Akademie, mehr Ausflüge zum Wissenserwerb zu unternehmen, haben wir die Beförderung mit Priorität eingerichtet, damit die Abfertigung beschleunigt wird. Okay. Lernwoche. Die Schüler kommen vermehrt nach vorne, um sich die wissenschaftlichen Statuen anzuschauen, was das Lernen stimuliert und dadurch das Lernen verbessert. Okay. Stopp. Nein. Oh, ich hasse das. Dann. Oh. Da noch eins drauf. Dann haben wir es eigentlich hoch genug. Gut. Hier haben wir jetzt auch nochmal 1500. Ja, das Geld sieht mal richtig gut aus. Und wir sind Stufe 3. Jawohl. Okay, super. Das Bildungsbüro hat das Preisgeld vergeben. Statue der Kunst, Statue des Sports, plus 12.000, nochmal on top. Why not? Gut. Wo habe ich denn eigentlich die ganzen Statuen hin? Die stehen da. Ungünstig, aber okay. Dann würde ich Tatsache die anderen Statuen. Zack. Möbel. Der Kunst. Und des Sports dahin packen. Gut. Lernwoche. Die Schüler sehen sich wissenschaftlichen Statuen 66 mal an. Okay. Einschreibung. Kommt gleich noch. Jetzt warten wir erstmal kurz ab. Ich muss mal kurz laufen lassen. Was wir auch machen können, damit das Ganze ein bisschen... Okay, die Station ist schon lange verlassen. Wenn man dort investieren würde, könnten die Schüler mit der Tram zur Schule fahren. Auch Schüler, die weiter entfernt wohnen, können zu uns in die Schule kommen. Investieren wir einmal 20.000, die haben wir jetzt bekommen. Danach haben wir zwar nur noch 10.000, aber ich denke mal, das lohnt sich. Es ist gebraucht, dass die Schüler mit der Tram zur Schule kommen können. Super. Das passt. Das Geld lassen wir erstmal. Wir brauchen jetzt in der
Forschung sind wir gerade dabei. Unterrichtskurs, die müssen wir alle nochmal neu anlegen. Grundlagen der Fremdsprachen gesperrt. Okay. Wir machen erstmal alles komplett weg. Gut. Primär braucht der gut. Und dann nochmal. Genau. Gut. Hier machen wir noch Lesen am Morgen. Lesen am Morgen. Da nicht. Logikschulung und Logikschulung. Damit müsstet ihr eigentlich mehr als genug Wissen rein hier Stoff bekommen. Klasse 2. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Im Schnitt sehr gut. Aber ich würde tatsächlich das auch so machen wie bei der anderen Klasse, dass wir das praktisch im Versatz machen. Das heißt, hier kommt zuerst das Blaue, dann kommt das Grüne, dann kommt das Blaue, dann kommt das Grüne, dann kommt Blau, Blau, Grün, Grün. Super. Dann Logikschulung, Logikschulung, Lesen am Morgen, Lesen am Morgen. Und schon haben wir hier einen Haufen, die gut abschneiden. Klasse 2 ist derzeit noch unbesetzt. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Klasse 2, 4 ist auch noch unbesetzt. Also zwei Klassen haben wir noch. Klasse 3, da müssen wir jetzt auch mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Wie schon gesagt, das möchte ich dann am liebsten einmal komplett neu machen. Hier fangen wir an mit Geisteswissenschaften. Das, das und das. Gut. Ah, okay. Die brauchen das weniger, die brauchen eher das. Ah, okay. Vergiss es. Das. Gut. Dann lesen am Morgen. Aufwärmen. Lesen am Morgen. Logikschulung. Logikschulung. Okay. Die bestehen zumindest schon mal. Das ist gut. Freiwilligen Arbeit könnt ihr hier machen. Das, das, das. Hier kommt auch Freiwillige. Hallo? Ah. Die musst du dann anstatt machen. Okay. Grundlagen der Fremdsprachen. Und so machst du hier freiwillige Arbeit. So. Klasse 2, 2. Hier ist auch nichts. Hier ist alles im Grün. Zellbiologie. Okay. Dann macht die Zellbiologie. Okay. Das passt. Das passt. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir neue Einschreibungen kriegen. Was? Dekoration, was ist denn hier jetzt schon wieder neu? Ah ja. Ehre der Klasse. Mhm. Okay, das ist nur bestätigen. Gut. Lehrerkraft zum Cafeteria. Das wäre natürlich mein nächster Traum. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Jetzt ist erstmal neue Schüler dran. Wie viele Einschreibungen haben wir? Noch keine. Akademie-Rangliste. Dein Rang im Einflussbereich ist um 2 gestiegen. Okay, gut. Abteilung, Unterrichtskurs. Anstellen wären die. Die kann ich dann schon mal einschreiben. Das ist Sport. Okay, okay. Okay. Okay, ich verstehe. Gut. Hannah Hahn. Das ist doch die, die ich rausgeschmissen habe. Okay.
Dann brauchen wir jetzt eine neue Klasse mit einem Sportlehrer. Johanna Wagner, das passt doch. Lina Fischer. Die muss. Okay. Nicht zugeordneter. Genau. Eins und zwei, das wären alles zuweisen. 2, 3. Nee. Lehrgang. Erste Schulgang. Okay. Gut. Alles auswählen, das 1, 3. Gut. Die haben wir jetzt eingestellt. Okay, okay. Was fehlt hier noch? Eine Klasse ist noch offen. Die müssen wir dann allerdings auch umwandeln auf Klassenstufe 1. Bestätigen. Hier machen wir einen neuen Klassenlehrer. Haben wir noch jemanden offen? Sind alle belegt. Das ist jetzt gar ungünstig. Lehreranzahl. Lehreranwerbung. Talentmarkt. Gucken wir mal. Geisteswissenschaften. Na gut. Wir stellen den ein. Der hat auch schon den passenden Namen. Ich glaube, der eine oder andere. Gut. Dann haben wir die Klasse, das ist okay. Schüler einschreiben. Hier haben wir keine mehr. Hier einschreiben. Okay. Jetzt müssen wir die eingeschriebenen Schüler, die alle nicht zugeordnet sind. Genau, die wollen alle bloß. Okay, okay. Alles zuweisen. 1, 3. Ich glaube, ich habe gerade Mist gebaut. Genau. Ab hier. Mist. Verdammt. Klasse 1, 3. Das war die, das war E. Und das? Der in der 1, 4, der in die 1, 4, die müssen wir alle in der 1, 4 packen. Da war mir wohl ein Lapsus gerade passiert. Gucken wir mal, ob wir jetzt alle haben. Das waren die zwei. Sport, genau. Der hat Sport. Passt. 1-4 müssten eigentlich alle nur. Genau. Okay. 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 Das passt. Das passt soweit. Gut. Die ist Stufe 2, ne? Also Klasse 2. Das ist dann auch wieder doof. Gut. Die Klassen sind ordnungsgemäß belegt. Jetzt brauchen wir noch Management. Da stimmt mir irgendwas nicht. Genau. Was? Büro des Schulleiters. Entschuldigen Sie. Geben wir hier mal Klasse 3 ab. Gut. Und dann passt das Ganze. Hier könnte man eigentlich noch eine Klasse abgeben. Gut. Nee, dann. Dann kommt der nicht mehr hinterher. Okay, dann lassen wir das so. Das passt. Und den hier, den Abteilungsleiter, den müssten wir eigentlich mal in die Schule schicken, damit er effizienter wird. Andererseits brauchen wir auch gleichzeitig nochmal ein. Nee, wir machen Minus, ne? Nee, wir machen Plus. Hallo?
Logo bearbeiten, umbenennen, Logos. Könnte ich das nicht eigentlich mal verschieben, kopieren? Ja. Das war mir wieder klar. Ja, ja, ist gut. Okay. Jetzt habe ich wieder den Fehler gemacht. Ich habe vergessen, dass wir nur mit WASD das machen können. Okay, super. Das passt. Das passt. Wunderbar. Was habt ihr hier jetzt noch zu meckern? Ja, ist klar. Die Klassen müssen noch eingestellt werden. Hier haben wir zweimal Sport. Sport und... Gucken wir mal, was fehlt zum Schluss noch? Sport. Das ist perfekt. Super. Logikschulung kommt dahin und die kommt dahin. Okay. Das ist okay, das passt. Damit kann ich leben. Klasse 1, 4, was braucht ihr? Die haben... Okay. Okay. Okay, okay. Jetzt wird es richtig interessant. Eins. Zwei. Kann das sein, dass die Grundlagen nicht ausreichen? Mhm. Eric Huber. Pandora, der 13, das ist eigentlich schon ganz gut. Warum kommen wir da nicht ran? Weil wir... zu viel Grün haben. Das hat mir nicht genügend Grün. Leider. Ja. Machen wir es mal so rum, in der Hoffnung, dass das was bringt. Oder auch nicht. Bei der hier ist es schon verdammt knapp. Das heißt, wir brauchen jemanden, der hier mehr, besser in der grundlegenden Literatur ist. Hannah Krüger scheint zu schlecht zu sein. Ja, genau. Da würde ich dann eher sagen... Kursanforderung 18. Ach, du ahnst es nicht. Also brauchen wir einen mit 18. Geisteswissenschaft. Okay, aber welche Stärke? Unterricht 10. Geisteswissenschaft. Suchen wir mal, ob wir einen guten kriegen. Oh, der ist schon mal 5. Ja. Am Lernen grundlegendes Einhalten. Obergrenze für die anderen Fähigkeiten. Okay. Aber ich glaube, wir brauchen das hier. Ne? Unterrichtskapazität ist 8. Müssen wir den hier nehmen. Dann, wo bestehen sie nicht? Das war hier. Und zwar alles ändern. Genau, damit schießen wir praktisch alles raus und können das machen, das machen. Das ist verdammt knapp, ne? Geometrie, haben wir noch irgendjemanden?
Der hat 12. Der ist eigentlich gut. Die hat nur 8. Okay. Dann, was machen wir jetzt? Logik ist klar, Logik, Logik. Lesen am Morgen ist auch klar. Wo habert's? Eigentlich nur bei Geisteswissenschaft um 2 Jahren knapp. Unzureichend, unzureichend. Ja. 12 von 7, 13 von 7. Ja, das würde passen. Aber warum? Warum kommt die hier nicht klar? Linda Taylor, das ist wahrscheinlich genau. Die bräuchte 21 und die haben wir nicht. Unzureichend, warte mal. Zum Studieren, Unterrichtskapazität bestätigen. Zum Studieren, da brauche ich unbedingt noch ein Studierzimmer. Moment. Management, Klassenzimmer, Forschung, Damen, Fahrradschuppen, Pausenraum, Büro. Biologie, Forschungsraum. Ja, müssen wir da mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ansonsten werden wir wohl die ersten Durchfaller haben. Das ist natürlich richtig nervig. Das ist die Sportklasse und hier sind eben ja genau blau, blau und hier ist sogar grün. Okay. Hier ist blau ausreichend. Hier ist blau ausreichend. Wenn wir das Blau rausnehmen, das Grüne reinmachen, da fallen nur 2 durch. Genau. Und die 2, die sind dann in Naturwissenschaft. Und da ist die Linda ein Problem. Haben wir eine okay. Der ist da untätig. Der ist untätig. Julian Schulze, wo ist der? Okay. Okay, okay. Da kann ich hier, so wie es aussieht, genau, einmal rausnehmen, einmal grün, das raus, das grün. Das raus, blau rein. Ach so, das blaue fehlt, okay. Na? Na. Ja. Das ist knapp, da müssen wir mal gucken. Julian Schulze. Ein Punkt fehlt. Studieren im Gange. Ich hoffe. Ich hoffe, warte mal. Kann ich den kompletten Block versetzen? Irgendwie ging das doch. Dann machen wir das so rum. Setzen wir das mal. Dann schieben wir den erstmal noch runter in der Hoffnung, dass er bis dahin dann seine Forschung durch hat. Das bringt alles Punkte. Okay. Und wenn er nämlich dann die 21 erreicht hat, dann müsste das nicht rein theoretisch reichen. Hoffe ich. Gut. Dann haben wir jetzt alles hier hin und her gedeichselt und alles hin und her geschoben. Und ob das dann reicht oder nicht, werden wir dann sehen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bevor ich es noch vergesse,
Wo ist jetzt der... Wo ist jetzt der neue? Moment. Das machen wir noch. Moment. Da war ich doch gerade dazwischen, oder? Wo bist du? Lehrkraft. Ich suche einen... Den da. Genau, den suche ich. Und den mache ich jetzt ganz einfach zum... Fertig. So, damit haben wir das auch durch. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.